wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert vom neuen Dämonen-Set. Das unmodifizierte Galileo-Kristallzucht-Set mit Kreis-Industry-Chemikalien. Wow, Geister waren ja sowas von gestern. Dämonen sind viel cooler. Die können nämlich böse Sachen in unserer Welt anrichten und sind richtig gemein und riechen nach Schwefel. Deswegen habe ich mir dieses Kristallezucht-Set von Galileo gekauft und es mit Kreis-Industry-Chemikalien erweitert. Voll geil, mein erster Stufe 5 Dämon. Okay, wow. Wow, ein Mann, der nur eine Unterhose trägt, will mir also jetzt irgendwie die Welt der Dämonen präsentieren, mittwochs im KitKat Club am Abend? Ja, klar, Galileo hat gesagt, da, hier, tropf mal die Chemikalie drauf und dann ergibt das schon irgendwas Cooles. Hier ist Kamerasourcen, aber hier gibt's nur eine, wir haben nur eine Kamera, oh, was ist hier? Ich weiß nicht, wie das geht, ich habe keine Ahnung, du bist der Experte. Also wir müssen hier irgendwie... Wir müssen auch hier, ja, du hast hier eine Psyche, ne? Hä, aber die Luckmann-Spence-Skala wird hier irgendwie... Hier hast du Evidence. Dann musst du machen EMF Level 5, dann, aha, Fingerprint und so weiter und so fort. Ich geh jetzt einfach mal rein und ja, halt einfach mal meinen Daumen hin. Vielleicht zieht ja jemand dran. Was hast du da für eine Lampe? Schwarzlicht im Endeffekt. Ach so, ich habe nur eine Taschenlampe, brauche ich irgendwas anderes? Ja noch? Klar, da hol dir doch Gadgets, EMF oder so, das ist wie Phasmo im Endeffekt. Okay, okay. Du musst halt jetzt Beweise finden, ne? Dass der Geist hier, oder Dämon, dass der hier irgendwie Unzucht treibt. Wie viele Sachen kann man nehmen? Was ist wahrscheinlich das denn? Drei, insgesamt. Ist eine Kakerlake auf einem Brett? Ja, und die Kakerlake auf dem Brett zeigt dir den Schadstoffgehalt der Kreis-Industry-Produkte an. Hallo, ist hier jemand? Ich bin Mitarbeiter der Geisterjäger. Hallo. Wir haben umgeschult auf Dämonen. Hallo, Test. Guck mal, hier ist ein Bild, da steht hier einen Dämon. Play with me. Du kannst dich anscheinend in Schränken verstecken. Hier ist ein altes, verrücktes Brautkleid. Was ist das? Hast du es gerade gehört? Ich weiß gar nicht, wo du bist, Alter. Ich bin hier in irgendeiner Küche. Ich bin hier in dem Zimmer der Braut. Oh. Magna. Hier ist ein Gemälde von Magna. Hast du irgendwelche Spuren? Nach oben gegangen? Nee, ich bin unten. Ich bin keine Treppe hoch. Da. Oh. Ich hab zwei Lichter. Wow. Ich hab zwei Lichter auf der Kakerlaken-Skala irgendwie. Ist das der EMF? Vier Kakerlaken. Vier Kakerlakos? Wenn EMF vier Kakerlaken anzeigen kann, vier. Anger. Hat das irgendwas zu bedeuten? Hier stehen Sachen auf den Bildern. Wo bist du? Was willst du? Alter, sieht voll gruselig aus. Wer malten solche Bilder? Psychopathen, die früher bei dir gearbeitet haben, um so eine Art Traumaüberwältigung damit hinzukriegen. Aber hier gibt's auch Bleiche. Die spritzen sie sich. Um die Gesichtsmuskeln zu entspannen und damit zu signalisieren, ich bin ein guter Mitarbeiter. Was ist das? Ich habe Tarotkarten gefunden. Boah, die sehen richtig fies aus. Soll ich die einsetzen oder soll ich die Finger davon lassen? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich echt nicht aus hier in diesem Spiel bisher. Ich finde es gerade geil, das ein bisschen zu lernen, aber... Hier geht's die Treppe hoch. Warst du schon mal oben? Ich lauf gerade oben rum. Ich werde jetzt so eine Tarotkarte ziehen.
Geht gar nicht. Vielleicht muss ich die irgendwo in den Bus werfen oder so. Wir wissen halt wirklich nichts, ne, über das Spiel. Nee, gar nichts. Wir haben keine Ahnung. Aber ich habe gehört, dass auch die alten Pioniere damals Blue Mountain Crack verwendet haben. Okay, ja, meine Sanity ist bei 90. Die Kameras hier haben wir nur eine. Was ist das hier? Ist das der Sprechmann? Test. Auf welche Taste redet man denn? V wahrscheinlich, oder? Voice Chat. V oder T, oder? Bist du hier? Okay, funktioniert hier nicht. Ich habe so eine alte Kellertür gefunden. Wo bist du? Schamanische Kreuze irgendwie. Das Ding an? Test! Was willst du? Okay, warte mal, ich habe irgendwie... Hey, hier ist irgendwie eine Zeichnung von einem Gremlin oder so. Audio. Alter, hier sind so Kinderzeichnungen an der Wand. Und so ein ausgeweideter Kerl in der Vitrine. Okay, ich kann nicht reden, weil es das falsche Mikrofon erkannt hat. Bist denn du hin? Im Keller. Wo ist der Keller? Du weißt nicht, so eine Seitentür ist er gewesen. Guck mal, hier ist irgendwie das alte Necronomicon. Warst du schon mal in diesem Brautzimmer? Nicht wirklich. Hallo? Warst du schon bei diesem unheimlichen Gemälde von Magna? Gott, was passiert? Oh mein Gott, Magda hat mich angegriffen. What the heck? Magda? Magna. Wer ist das? Bist du das? Ich bin. Bist du ja in den Lichtern rum? Oh Gott. Nee. Warum sind hier jetzt überall umgedrehte Kreuze? Wow! Boah, ich geh mal. Geh mal kurz zurück zum Auto. Ah, ne, wir haben ja gar kein Auto. Ne, wir haben ein Zelt. Ein Auto. Aber wir haben auch ein Auto, da ist Bier drin. Du musst auf jeden Fall den Sprechmann nehmen, weil ich kann den nicht verwenden. Das Spiel hat mein Mikrofon falsch kalkuliert. Und ich muss es restarten, wenn ich es verwenden will. So, ich nehme mal hier dieses... Was hier, hast du? Hier ist der Sprechmann, den kann ich nicht verwenden. Gib mir mal den EMF. Dann nehme ich mal den. Ja, dann nimm du. Das Kakerlakenbude. Gibt's da irgendwann einen besseren? Bist du hier? Check, check, 1, 2. Ich glaube nicht, dass das Ding Deutsch kann. Are you here? Wo hatten wir denn Messer? Where are Guck mal, da ist ein you? Geist da hinten. Talk Kleiner to spooky me. Spooky Mother F. Oh, Handabdruck. Hier. Ayo. Fingerprint. Der ist auf jeden Fall hier in der Ecke. Are you in there? Oh, EMF5. Onryo, Uni, Geilo. Talk to me. Er macht hier richtig Action. Are you a child? Die Kakerlake ist voll am Durchdrehen. Also richtig sagen tut er nix. Ich hab hier dieses... Was ist das? Weiß ich nicht, so ein Elektroschocker. Ich hol mal dieses Zeichending. Ich schreibe da irgendwas oder zeichnet irgendwas. Mach die Tür immer zu. Das Problem ist, wir haben halt auch keine Sanity-Pillen. Nichts, ne? Oh, Alter! Ich hab mich im Schrank versteckt und da war was vor dem Schrank.
Eine alte Frau? Ich weiß nicht. Magda Rosenstolz? Ich komme mit einer Staffelei. Was ist das? Das ist so eine Art Linse, wo man durchgucken kann. Aber du merkst, du bist ein Geisterjäger, weil du gar keine Ausdauer hast, ne? Ja. Du bist do direkt ausgepowert. Play with me. Steht auf dem Bild, steht, do you want to play with me? Dann sag mal yes. Ich hab hier diese Geisterlupe. So, ich habe ihm mal hier so die Option gegeben, dass er was zeichnen kann. Er kann sich hier auf jeden Fall künstlerisch aktiv ausleben. Do you want to play with me? Also ich weiß nur, der Geist... Give us a sign. Der verändert sich. Der wird dann bläulich und sowas. Und hier, Magda, die hat mich angegriffen. Die kam da rausgejumpt. Echt, aus dem Bild kam die raus? Ja. Man kann es auch irgendwie anscheinend bewegen oder so. Weil hier ist noch ein Raum. Was war das? Hast du das eben? Ich hab nichts gemacht, ne. Ich hab wieder die Tür zugemacht, ne? Warst du das? Nein. Er war am Lichtschalter unterwegs. Alter, er dreht die Kreuze. Er dreht die Kreuze. Oh! Oh! Alter, ist überall Knochen! Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich bin ja nicht blind. Was war das? Ach, wieder die Kreuze. Boah! Boah! Hinter dir! Boah! Alter, was war das für ein Ding? Hast du es gesehen? Versuch mit ihm zu reden. Talk to me. Irgendwie höre ich dich nicht mehr. Davor habe ich dich gehört. Drück mal V. Der V ist Ingame-Chat. Nur, du musst Maustaste gedrückt halten, dann hört er dich. Dann kriegst du oben so Wellen angezeigt. Talk to me. Siehst du, jetzt ist nur... Guck mal. Steht da irgendwie drin, wie das Ding funktioniert? Sanity. Payment. Exorcism. Wir müssen auch noch Exorcism leisten? Oh Gott. Talk to me. Are you here? Geist, bist du da? Lass mal reden jetzt, komm. Frag ihn mal, was sein Name ist. What's your name? What's your name? Frag ihn mal, ob er die Mundspülung von Kreis Industry verwendet. Benutzen Sie die Mundspülung von Kreis Industries bereits? Das Problem ist, wir haben auch gar keine Sanity-Pillen, nichts. Wir sind beide bei der Hälfte. Über der Hälfte noch. Er müsste zeichnen. Keine Ahnung, was da jetzt... Aber er zeichnet irgendwie nicht. Wir können ja nur... Ich weiß halt nicht... Ich habe diese Lupe. Keine Ahnung, was sie kann. Wahrscheinlich irgendwelche Spuren oder so, ne? Ich weiß nicht mal, wie die Lupe heißt. Er hat gezeichnet. Oh mein Gott, komm mal hier rein. Okay, was? Wo hat er gezeichnet? Alter, was ist das hier? Die Staffelei ist beschmiert. Ich musste gerade Kinder aus dem Raum scheuchen. Geh weg, ich muss arbeiten. Alter, was ist Otto, das? Ist doch die... Warte mal. Fingerprints haben wir? Easel Canvas Drawing? Oder ist ja, oder? Das ein Easel Canvas? Das ist doch ein Easel Canvas. Temperatur, ESG Reaction, Ectoplasma Stain, Spirit Box. Ja, nö. Ja gut, dann mache ich das jetzt mal rein. Ich auch. Onryo, confirm. Oh, Geisterblasen! Wow!
Was sollen wir jetzt machen? Die Geisterblasen irgendwie catchen? Weiß ich nicht, müssen wir Geisterblasen catchen? Die sind durch den Raum geflogen. Müssen wir die mit diesem Glücksrad einfangen oder so? Vielleicht. Oh, Alter! Wow, hier ist gerade jemand hergesprintet. Moment, ich guck gerade. Onryo haben wir gesagt, ne? Ja. Will not harm the person they fall in love with. Also ich hoffe, der liebt mich. Dann wie exorzieren wir den jetzt? Weiß ich nicht. Wir müssen ihm ja irgendwie noch einen Stecker ziehen. Okay, warte mal, bei dem... bei Geiz. Aha. Okay, wir können gehen und die Belohnung kassieren. Okay, wenn wir die Sanity low ist, dann ist es sehr risky. Also lieber gehen jetzt. Ja, und dann nochmal rein. Wir müssen erstmal ein bisschen farmen. Wir haben halt gar nichts an Ausrüstung. Wie geht man denn hier? Wahrscheinlich hier am Auto, oder? Ich hole mir noch hier so einen Carlsberger hinten, ne? Ja. Okay, das war richtig. Ich habe Geld bekommen. Du auch? Ja. Ja, $600 habe ich. Was? Ich hätte put the dead rats in the boiler. Correct the crucifix. Collect the ghost orbs. Okay, wie kann man ghost orbs collecten? Vielleicht mit dem Ektoglas? Hier ist das Ektoglas. This glass allows you to see ectoplasma left behind by ghosts and objectives to the naked eye. Wozu ist denn das ESG? Raises the energy to display the ghost itself on the top of the device. Okay. Thermometer haben wir hier noch. Das wäre mal gut, eins zu kaufen. Sanity Pills. Ich habe kein Geld für sowas. Eine Kerze kann ich kaufen. Nee, ich hab jetzt mal so ein Thermometer geholt. Okay, wir haben schon mal den korrekten Geist. So, warte, wie mache ich denn Thermometer rein? Tools, Inventory, Thermometer. So, habe ich jetzt drin. Alright, ich habe ein Thermometer. Wir müssen lernen. Wir können auch im Moment nur das alte, verlassene Kreis-Industry-Werk besuchen. Was anderes geht nicht. Aber guck mal, wir haben schon direkt auf Anhieb den ersten Geist identifiziert. Also man merkt, da sind Fachmänner am Werk, ne? Da sind Fachmänner am Werk. Das sind Fachkollegen. Die Fachkollegen. Wir werden erstmal die Fachkollegen zu Rate ziehen. So, Fachkundiges Volk ist hier am Werke. Ja gut, ich nehme wieder hier die Lampe mit. Du kannst sprechen. Ich habe EMF und Lampe. Jetzt komm mal mit. Ich zeig dir mal dieses Bild. Und jede Karte hat irgendwie auch nochmal irgendwelche Special Easter Eggs und alles. Das weiß ich noch, denn ich habe es wie gesagt einmal gespielt. Ein einziges Mal. Da wollten die irgend so ein Special Easter Egg machen. Das hat irgendwas mit dem Gemälde da zu tun. Du musst da irgendwelche Sachen triggern. Und dann wird es richtig creepy. Kann man die Kreuze eigentlich drehen? Nee. Hast du Licht angemacht? Ja. Okay. Ja, jetzt gehen wir hier rein. Und schau dir mal Magna an. Wie lange muss ich die anschauen? Weiß ich nicht. Ich schaue. Verwöhne Magna. Nö, Magna sagt nix. Bei mir hat sich Magna richtig aufgeregt. Die war richtig wütend. Vielleicht musst du sie alleine verwöhnen. Was ist das? Hier oben auf dem Dachboden haust irgendwas. Hier ist irgend so ein fieses Rattenwesen. Keine Ahnung, also ich starre Magna jetzt schon relativ lange an. Oh. Die sagt nichts. Vielleicht Licht anmachen? Ist Magna inaktiv? Magna Doodle, hier ist so eine alte Spuckvase aus dem Wilden Westen. Was ist das? Oh, Magna! Wo
wollen. Okay. Was? Du hast sie nicht gesehen? Ich war hinter mir. Hast du das Geräusch gehört, wie sie rausgekommen ist? Ja, das hab ich gehört. Gemagnadudelt hat? Hier ist wieder der Geist. EMF3. Are you in here? Are you there? What's your name? Ich muss mal irgendwie den Ball finden. Liebler Ball. Gib Ball. Gib Ball. Magst du Chocoballos? Hier ist die alte Werkstatt. Da liegt was, eine Tarotkarte. Ja. Oh, what? Hier ist ein Bild runtergefallen. Oh, Handabdruck. Ultravioletten. Wo denn? Hier. Ionenletten hat er hier? Drei auf der Cockroach. Dreier Cock. Talk to me. Wie ist dein Name? Say your name. Alter, die Flasche. Die Geisterflasche? Guck dir die Flasche an. Siehst du die Flasche auch? Oh, du bist nicht mehr da. Nee, ich bin mal rausgegangen. Ich hol mal ganz schnell die Staffelei. Wenn er hier sein Unwesen treibt, dachte ich, kann er auch direkt mal irgendwie was in unser kleines Akt-Fotosammelheftchen reinmachen. Und ich hol das Thermometer noch. Ich glaube, jetzt ist sie kaputt gegangen, oder? Nee, hä? Ich kann nur Staffelei nehmen. Oh, Alter! Was ist los? Oh mein Gott! Was ist da, ein gutes Wesen? Hier war ein Bild vor meinem Gesicht plötzlich mit dem Totenkopf. Magda! Ich höre flüstern. Oh, das ist ein Kind! You're so cute oder so. Da war ein Kind. Alter, ich dampfe aus dem Mund. Wie, du dampfst aus dem... Wo bist du denn? Oh, Gummi. Immer noch in der Werkstatt hier. Und hier hinten in der Ecke war so ein Bild mit dem Totenkopf auf einmal und... Alter, die Flasche dreht komplett durch. Vier. Vier Cocky Roaches. Drei, vier. Ich hol's Thermometer. Halt du die Stellung da drin. Vielleicht mal die Staffelei da reinstellen. Wo das EMF am aktivsten ist. Hast du auch dieses kleine Mädchen gesehen? Nee. Dieses kleine blonde Mädchen. Ah, so kann man auch drehen, okay. So, Thermometer ist on the way. Hä? Radio geht an. Okay. Sprich zu mir. Talk to me. Magna, are you here? Die alte Magna-Tour. Okay, hier ist ziemlich warm. Wo bist du? Jetzt wird's kälter. Where are you? Ist immer noch so ein Gefriermund. Boah, Minustemperaturen. Es kann Gull sein oder eine Argasch. EMF hatten wir nicht, Fingerprint hatten wir und Freezing. Ja. Argasch, ein Gull. Kein Gull. Magna Gull. Wie funktioniert dieses Ding hier? Das kann den Geist materialisieren irgendwie, wenn er genug Energie... Da ist... Hier ist doch ein Spermafleck. Wo? Siehst du? Hier ist so ein Fleck. Ich sehe einen Fleck. Ich sehe keinen Fleck. Hier mit dem Glas. Warte, hier. Guck, ich hab's dir hingelegt, da neben dem Hocker hinter dir. Und dann guck mal da auf die Bank. Da ist doch Fleck. Stimmt, da ist ein Fleck. Das ist doch ein Beweis, oder? Was ist Fleck? Ectoplasma Stains, ne? Ja, ja. Das ist Argasch. Ist ein Argasch? Ich sag, es ist Argasch. Ich sag auch, ist Argasch.
Wow. Gott, oh Gott, alter, boah. Was war das? Eklig. Hexe Agasch Jagasch. Hexe Agasch langt mir an meinen Jagasch? Ja, ich sag's dir, Hexe Jagasch, die war direkt hinter dir und wollte deine Unterhose klauen. Warum jagst du Geister eigentlich nackt jetzt neuerdings? Ist das jetzt so der extra Thrill? Das ist so der extra, ja, das ist mein Kick. Lass mal kurz noch in den Keller gehen. Ist da irgendwo ein Kessel, Agasch, wo man eine Ratte reinwerfen kann? Strom. Wir haben noch Strom, hier läuft ein Generator. Was ist das denn hier, so eine kleine Zeichnung? Heidnische Puppen. Und Statuen. Hier stand doch irgendwie sowas wie die Ratte in den Boiler reinkloppen, ne? Die Ratte in den Boiler kloppen? Naja, wenn ein Boiler irgendwo ist, hier unten ist ein Blutritual. Hast du mal gesehen, was im Keller alles abgeht? Also bei mir sind auch keine Notes mehr drin. Also ich kann keine Notes sehen. Wie meinst du Notes? Notes. Ach so, Notes. Nee, stimmt, ist nichts drin. Waren da welche drin? Agasch, Na gut, gehst du an Van oder wo bist du? Packen wir zusammen. Wir müssen erstmal ein bisschen Erfahrung verdienen und Geld, damit wir uns überhaupt irgendwelche Items holen können. Na guck mal, hätte ich jetzt kein Thermometer gekauft, hätten wir das gar nicht rausgefunden. Dann wären wir dumm geblieben. Dann wären wir dumm geblieben. Alter, ich bin Level 2. Ich habe 2000 Cashews. Find the sitting human shield using the ectoplasma glass. Hab ich nicht gesehen. Ich habe auch nichts gesehen, aber wir haben es geschafft. Ach guck mal, diesmal gab es gar keine Ratten, die man in den Boiler schmeißen durfte. Yeah, perform ritual on the pentagram hatten wir auch nicht. Solid photo of the ghost, exorcism, haben wir alles nicht gemacht. Na gut, exorcism müssen wir erstmal lernen. Hier, guck mal, wie viel Geld hast du? Ich habe 2000. Ich habe 1250. Na gut, damit kann man sich eine Sache holen. Kruzifix ist dazu da, um die Geister abzuwehren. Und ich glaube, das muss man hier in der Hand irgendwie halten. Na gut, das lernen wir noch, ne? Ja, und gibt ja wahrscheinlich Leute, die da schon wieder Level 99... Ja, klar. Wir haben den Zug verpasst. Guck mal, es geht ja bis Level 15. Und da gibt es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten bis jetzt. Aber da kannst du dich ganz schön austoben. Ja, da kannst du toben. Dein Dämonenherz erforschen. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao!